you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Osterspecials. Ich habe mir gedacht, wir machen heute in Vorpinter weiter. Ich habe jetzt mal die schwarze Hose an und das Kleid und dazu ja die rote Profidecke, weil ich fand einfach, dass das so ein bisschen besser passt. Bin aber bei den gelben Schleifen geblieben. Ich finde das Outfit total süß. Und bin zum Moorland-Outfit gewechselt, was Reithalfter und Sattel angeht. Das fand ich dann irgendwie hübscher. Ja, hier hinten ist direkt ein gelbes Ei. Das habe ich, als ich mich gestern Nacht ausgelockt habe, tatsächlich nicht gesehen. Du hast ein goldenes Osterei gefunden. Okay, wir öffnen es und haben einfach nur was zu essen drin. Schade. Okay. Der Wächter, ist das der oben bei der Disco? Ich glaube ja. Ah, ich glaube, ich reite hinten hoch. Bis ich hier oben mich hochgedreht habe, die Treppe rauf. Ich glaube, da bin ich ähnlich schnell, wenn ich hier hinten hochreite und es ist angenehmer zu reiten. Als wenn ich mich da jetzt permanent beherrschen muss, nicht die Treppe raufzupreschen und dann sowieso wieder irgendwo hängen bleibe. Ich kenne mich doch. Ich finde das Outfit echt süß. Ups. Oh Gott. Ich hatte übrigens überlegt, ob ich hier vielleicht diesen Blumenkranz draufziehe. Sieht vielleicht ein bisschen süßer aus noch. So. Genau, der Wächter. Achtung, Kommandant Dina wird beordert, sofort alle Eier zu retten, die an der Front verteilt sind. Ich meine, die ich versteckt habe. Marsch. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Ich wollte gerade sagen, da ist bestimmt auch eins in der Disco und da glitzert es schon, da glitzert es mir schon entgegen. Zack. So, Ostereier 1 von 5. Ah, ich bleibe hängen. Okay, gut. Ich mag den Brunnen so gerne, wenn er so osterlich dekoriert ist. Ich meine, der sieht sowieso schon schön aus. Ich mag den unheimlich gerne. Aber wenn der so ostermäßig dekoriert ist, ist das einfach nochmal hübscher. Okay, da ist nichts. Hier vielleicht irgendwo in den Beeten. Oder vielleicht von der... Da. Da haben wir eins. So, 2 von 5. Ist hier vielleicht was? Ich weiß nicht, da hinten vielleicht. Gucken wir gleich nochmal. So. Okay. Da gibt es halt nichts. Mit Sicherheit sind auch noch welche oben auf der Mauer. Hundertprozentig. So, da ist auch noch eins. Gut, 3 von 5 haben wir schon mal. Hier vielleicht? Nee. Nee. Nein, da ist auch nicht. Oh, ich hab gar nicht geguckt, ob hinten mein Verkaufsstall eins ist. Oder hier im Stall. Ganz schön unachtsam hier. Nee, im Verkaufsstall hat kein Pferd ein Ei gelegt. Da ist nix. Und im Heimi? Also, Heimi ist es ja nicht. Ihr wisst, was ich meine. Nee, sieht auch nicht so aus. Hier sind Haflinger und... Ja, wie schon Urpferd und was nicht alles zwischengeparkt worden. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal rauf auf die Mauer. Hier beim Brunnen ist auch nichts, oder? Nee. Ich wollte eben schon sagen, da glitzert was, aber das ist der Brunnen selber, wo so das Wasser wieder hochspritzt. So, gucken wir mal. Hier ist mit Sicherheit mindestens noch ein Ei und 2 brauchen wir ja noch. So, reiten wir mal als erstes direkt nach ganz oben. Nein, da ist schon mal nichts. Hui. Okay. Hier ist auch nichts. Jetzt reiten wir mal hier rauf. Da ist ja doch relativ häufig immer noch irgendwas versteckt. Doch nicht so beim Osterevent. Nichts da.
Garrett doch nicht. Vielleicht auf dem anderen Turm? Gucken wir mal. Muss doch irgendwo noch was sein. Da unten, da sehe ich auf jeden Fall schon mal noch ein Ei glitzern. Okay, hier ist nichts. Das heißt, da unten liegt auf jeden Fall unser Ei 4 von 5. So. Schnell reiten, um den Sprung zu schaffen. Ne, hier ist aber nichts mehr. Okay, 4 von 5. Das heißt, irgendwo habe ich hier in Fort Pinter noch eins übersehen. Gut. Also nicht gut, aber damit kann ich das so ein bisschen eingrenzen. Also es ging jetzt auf jeden Fall schon mal bedeutend schneller als bei Felix zum Beispiel in Silverglade. Aber hier hinten war gar nichts mehr, ne? Nee. Ja. Ich sehe es echt schon kommen, dass ich hier noch zeitliche Probleme bekomme, alle Quests abzuschließen. Ah, spring doch, warum bist du nicht gesprungen? Mensch, Honey. Ja, das gibt's doch nicht. Wo ist denn das letzte Ei schon wieder? Aisha. Aisha, Lego Dämmer. Ich habe das mit Sicherheit anders gesungen, gesprochen, als es eigentlich heißt. Ich kann halt kein Französisch, deswegen habe ich auch keine Ahnung, was sie da singen. Ach okay, hier bei den Verkaufsständen kann ich also auch nicht springen. Doch vorm Tor? Nein. Nicht vorm Tor. Mit Sicherheit habe ich irgendwas übersehen. Muss ich ja. Ich glaube nicht, dass das irgendwo noch unten liegt, oder? Vielleicht auf dem Holzteil? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nein. Das ist bestimmt nicht unten. Das ist ja immer bislang in der Stadt gewesen. Das war auch in Silverglade, war nichts bei Steve. Das war auch alles in der Stadt. Hier liegen noch Eier, ja, aber die kann ich nicht anklicken. Wo ist es? Und da ist wirklich kein Ei mehr drin. Ich sollte vielleicht nochmal absteigen und nochmal vorsichtshalber gucken, ob ich hier auch wirklich keins übersehen habe. Nö. Nix. Ja, das wäre es jetzt, wenn ich hier pro Questentag eine Folge brauche. Dann müsste ich echt gucken, dass ich irgendwie im Voraus aufnehme. Dass ich das zeitlich alles irgendwie noch unterbekomme. Das gibt's doch echt nicht. Vielleicht oben am Dachboden? Vielleicht habe ich da einfach noch nicht geguckt. Auch nicht. Ich weiß es nicht. Wo ist es? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, hier glitzert aber auch nichts. Das gibt's doch nicht. Ansonsten muss ich jetzt gleich einen Cut machen.
Das hat ja keinen Sinn, wenn ich jetzt hier die ganze Folge nur dumm rumreite und ich finde das einfach nicht. Und dann habe ich irgendwann keinen Platz mehr auf der Festplatte. Das wäre auch doof. Nee, wisst ihr was? Ich suche jetzt einfach im Off weiter und zeige euch dann aber, wo das Ei liegt. So, hier ist das letzte Ei. Tatsächlich hätte ich einfach nur ein bisschen weit herausgemusst. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht daran gedacht, dass ich hier auch noch eventuell runterreiten könnte, weil ich das vorne mit dem Holzsteg schon ausgeschlossen hatte. Okay, aufgepasst. Gute Arbeit, Dina. Sie haben sich diese Auszeichnung verdient. Frohe Ostern. So, dann gucken wir gleich mal, was wir bekommen haben. Ein Zaumzeug. Halt, das haben wir nicht bekommen. Buntes Oster-Western-Zaumzeug. So sieht das also aus. Okay, das ist das, was wir letztes Jahr als Trense bekommen haben. Diesmal als Osterzaumzeug. Das können wir jetzt eigentlich auch gerade mal drauf lassen, würde ich sagen. Wo gehen wir denn als nächstes mal hin? Kane am Weingut. Dann lasse ich mich jetzt einfach mal abholen und dann machen wir den als nächstes. Ich sollte vielleicht... Ich sollte mir vielleicht hier mal einen Notizblock hinlegen. Wo ich mir aufschreiben kann, wo ich das schon gemacht habe. So, damit ich das nicht hinterher doppelt und dreifach machen will. Also Moorland, ja, obwohl Silverglade Herald haben wir noch nicht gemacht. Wir haben ja nur Felix gemacht. Also wir haben Moorland gemacht, vor Pinta. Und dann jetzt das Weingut. So, zack. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Zeugs. Mein Schreibtisch sieht aus wie Kraut und Rüben. So. Carney. Hallo, du willst auf Eiersuche gehen? Meine Eier sind sehr schwer zu finden. Such mal, ich warte hier. Das klingt nicht männlich. Okay, Eiersuche. Eiersuche am Weingut. Hier sind viele, viele Möglichkeiten, wo sie versteckt sein könnten. Und das erste haben wir hier hinten. So. Obwohl auch was im Keller ist. Ich reite erstmal einmal außen rum. In Sicherheit ist auch noch irgendwo bei den Weinreben was versteckt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das werden wir gleich sehen. Hier glitzert es überall nirgendwo. Überall und nirgendwo. Hier irgendwo? Hier ist eins drin. Haben wir schon mal 2 von 5. Hier sehe ich jetzt gerade nichts. Wer war denn da hinten eigentlich hier mit dem Haflinger? Ich wüsste mal gerne, was das für eine Decke war. Die Decke sah auf den ersten Blick nämlich ganz süß aus. Vielleicht sehen wir die ja gleich nochmal. So rosa-gelb war die, ne? Nein, die Decke war es nicht. Jetzt suche ich nicht nur nach einem Ei, jetzt suche ich auch noch nach einer Decke. Also hier hinten waren wir eigentlich schon. Ich weiß es nicht. Gehört das da hinten auch noch dazu? Können wir da auch noch was finden? Alles gar nicht so einfach. Warte mal, hier vielleicht ganz außenrum noch. Könnte ja auch sein. Rein theoretisch könnte ja an so vielen Stellen was sein beim Landgut. Okay, hier unten ist noch eins. Ach, warte mal, da war doch gerade wieder. Ach, die Decke ist das. Die sieht süß aus auf einem Huffy. Die sieht echt süß aus auf einem Huffy. Die muss ich mir mal noch für Ayani vielleicht merken. Die werde ich mir bestimmt mal noch kaufen. Bislang hat die mir nie auf einem Pferd gefallen. Aber auf dem Haflinger ist die echt süß. So, ja. 3 Eier haben wir jetzt. Gucken wir hier mal noch. Und hier vorne. Ansonsten würde ich nämlich auch mal noch in die Bücherei gehen wollen, in die Bibliothek. Vielleicht auch oben beim Restaurant. Das
Könnte ja rein theoretisch auch sein. Ah, mein Festplattenplatz ist begrenzt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. Das Problem ist, ich kann nicht so viel am Stück aufnehmen. Das ist echt problematisch. Okay, wir gucken hier mal eben drin. Ansonsten muss ich die Aufgabe nochmal quasi neu anfangen, beziehungsweise dann in der nächsten Folge die Eier schon mal suchen, die wir jetzt hier hatten, und dann wieder einsetzen bei dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Weil, ja, das wird nichts mehr werden, diese Folge. Ich gucke jetzt gerade noch eben hier oben im Restaurant und dann würde ich mich, glaube ich, schon von euch verabschieden, weil, ja, das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Nee. Hier ist auch nichts. Wieder nichts, wieder nichts. Naja, gut. Macht nichts. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde mich an dieser Stelle für heute erstmal von euch verabschieden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Aber hier mal, das ist doch ein ganz süßes Bild. Aber vielleicht so rum, ist das Licht schöner. So, ja, ich verabschiede mich für heute von euch und werde dann mal gucken, dass wir hier in der nächsten Folge morgen die Eier am Weingut alle finden können. Also von daher danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!